euch auch schon auf heute gefreut? Trax, wieso fragst du das, die Kinder? Das ist doch logisch. Nein! Und wieso nicht? Ja, bist du denn blind? Hä? Hier sitzen keine Kinder! Stimmt ja, Trax. Wir haben ja wieder noch eine Woche Distance Learning dazu bekommen. Ja, Trax, was haben wir heute überhaupt für ein Datum? Ja, was? Schau mich nicht so an. Schau lieber auf den Kalender. Ah, Montag, 12. April. Okay, Trax. Und dann starten wir mal voll durch mit den Kindern, oder? Rein ins Lernvergnügen. Ja, liebe Kinder, wir starten gleich mit der Mathematikarbeit. Und da haben wir die Seite 102 am Programm. Hier jetzt vielleicht ein paar wichtige Erklärungen dazu. Nummer 1. Wichtig ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Wie viele Kisten? Das ist eine Kiste. Oder wie viele Flaschen? Dann zählen wir, wie viele Flaschen in einer Kiste sind. In einer Flasche sind, schau genau, es sind 9. Du siehst es an den Flaschenverschlüssen, 3 in jeder Reihe und 3 Reihen. Das heißt, 9 Flaschen sind in einer Kiste. Eine Kiste hat 9 Flaschen. 2 Kisten haben 2 mal 9 Flaschen. Ist das soweit klar? Und damit ergibt sich hier auch die mögliche Errechnung der 9er Reihe. Um die geht es nämlich heute. 9 plus 9 ist 18. Das heißt, wir haben 2 mal 9. 2 mal 9 ist 18. Nochmal 9 dazu ergibt, aus irgendeinem Wohnzimmer habe ich es gehört, 27. Also 3 mal 9 ist 27. Nochmal 9 dazu, ganz richtig, 36. 4 mal 9 ist 36. Wieder plus 9 ergibt 45. Und 5 mal 9 ist daher 45. Wieder plus 9. Aha. Ah, da hast du dich, glaube ich, um 1 verzählt. Ja, jetzt habe ich es gehört. Es sind 54. 6 mal 9 sind 54. Wieder plus 9. Aha, das sind jetzt 63. 7 mal 9 sind also 63. Wieder plus 9. 72, wunderbar. Und daher 8 mal 9 ist 72. Wieder plus 9. 81. Und daher 9 mal 9 ist 81. Wieder plus 9 und wir sind bei 90 und das sind jetzt 10 mal 9. Nummer 2 haben wir schon mal in ähnlicher Form gemacht. 6 mal 9 ist das gleiche wie 5 mal 9 plus 1 mal 9. Denn 5 plus 1 ergibt 6. Daher 5 mal 9 ist 45, 1 mal 9 ist 9. Und das müssen wir jetzt auch zusammenzählen und das sind dann 54. Genauso funktioniert es hier allerdings nicht mit einem Plus. Oder wie sehe ich das? Denn 5 plus 1 ist ja nicht 4. Das weiß sogar der Trax. Richtig! Danke, Trax. Also, hier haben wir ein Minus dazu zu schreiben. 5 minus 1 ist 4. 5 mal 9 ist, richtig, das steht hier auch schon daneben, und 1 mal 9 und hier daher auch minus. Also ich schreibe es mal hierher, besser hier. 45 minus 9 ist 36 und 4 mal 9 ist tatsächlich 36. Wie könntest du jetzt hier 3 mal 9 konstruieren? Habt ihr eine Idee? Gibt es viele Möglichkeiten.
Zum Beispiel 2 mal 9 plus 1 mal 9. 2 plus 1 ist 3. 2 mal 9 ist, bravo, 18. 1 mal 9, gut. Und das wiederum zusammen ergibt 27. Bei 8 mal 9 gibt es auch mehrere Möglichkeiten, du könntest machen. 5 mal 9 plus 3 mal 9. Oder du könntest sagen, zum Beispiel 10 mal 9 minus 2 mal 9. Weil 10 minus 2 ergibt 8. 10 mal 9 ist, gut so, 90. Und 2 mal 9 ist 18. Und jetzt hier 90 minus 18. Und das ergibt 72. 7 mal 9. Da würde ich wieder fast eine Plusaufgabe vorschlagen. Wie könnte man denn 7 in leichte Zahlen zerlegen? Aha, 5 und 2. Eine Plusrechnung. 5 plus 2 ist 7. 5 mal 9. Ah, das wissen schon ganz viele. 2 mal 9. Auch gut. Und das jetzt wieder zusammen. Und wir landen auf 63. Hier, bei der Nummer B, sollst du jetzt schauen, wie viel mal 9 ist denn 18? Ist 1 mal 9 18? Nein, weil 1 mal 9 ist nur 9. Daher, 2 mal 9 ist 18. Und so weiter. Ah, das habe ich jetzt schon rausgehört, ich schreibe es daher noch hin. Hier, Tauschaufgabe bedeutet, wenn du eine Malrechnung hast, darfst du vertauschen. Und das Ergebnis ist das gleiche. Ja, daher, 9 mal 2 muss auch 18 sein. 9 mal 3 ist, habe ich gehört, und daher muss 3 mal 9 auch 27 sein. Hier schreibe ich dir nur mal die Tauschaufgaben hin, wenn du sie mir aus dem Wohnzimmer jetzt mal zurufst. Okay, tauschen heißt ja, ist ja eh klar. Nur die 2 umdrehen. Ja, da habe ich es auch schon gehört. Und hier auch tauschen. Ausrechnen musst du es jetzt selber. Nummer 3. Da haben wir, wie oft passt 9 in 9 hinein? Das ist die das Insätzchen sozusagen. 9 in 9 ist, klar, einmal. 9 in 45. Und zwar wichtig, weil 5 mal 9 ist 45. Das ist der Grund, warum das so stimmt. Das, glaube ich, solltest jetzt auch aufpassen. Achtung, 0 durch 9. Wie oft passt 9 in 0 hinein? Geht sich das einmal aus? Wenn ich 0 Zuckerln habe und 9 Kinder wollen Zuckerln haben, wie viel Zuckerln bekommt jedes Kind? Gott sei Dank, haben alle jetzt laut gerufen 0. Eine Geschichte, wo du bitte genau aufpassen musst, ist diese hier. Die Nummer 4. Rechenpyramiden sind keine Rechenmauern. Hier heißt es nicht 3 plus 3, sondern Achtung, 3 mal 3. Immer die zwei Steine unten miteinander mal gerechnet ergeben den oben. Das heißt, 3 mal 3 ist, klar, hier nochmal 3 mal 3 ist und 9 mal 9 ist, auch das habe ich schon gehört von dir. Schwieriger wird es hier. Hier musst du jetzt eine Innenaufgabe lösen. 10 in 10 ist wie oft mal? Habe ich schon gehört, einmal. Und die Probe heißt dann, ist 10 mal 1 wirklich 10? Stimmt das? Stimmt das wirklich? Natürlich, Richard, du kannst den Kindern doch zutrauen, dass sie das wissen. Schon gut, Trax, ich weiß es eh. So, und jetzt haben wir hier die Frage, wie oft passt 10 in 90? Richtig, 9 mal.
und Probe machen gleich. 10 mal 9 ist tatsächlich 90. Und jetzt haben wir hier die Frage, wie oft passt 1 in 9 hinein? Ah nein, nicht einmal, Kinder. 1 passt 9 mal. Probe wieder wichtig, immer überprüfen. 1 mal 9 ist 9. So, die Nummer C und D. Das ist was für die Profis, für die Mutigen. Da heißt es ein bisschen ausprobieren. Ich würde mal vorschlagen, du überlegst dir, welches Malsätzchen von 9 passt zu 54? Hm? Ah, die guten Wissens, 6 mal 9 ist 54. Werden wir den 6er hierher oder hierher schreiben? Was glaubt ihr? Du würdest ihn hierher schreiben? Dann hätten wir die 9. Kann man mit 2 9 multiplizieren? 2 mal 4 ist 8, 2 mal 5 ist 10. Also ich würde den 6er links und den 9er rechts. Und was gehört jetzt hier hinein? Wie viel mal 3 ist 9? Gut, habe ich gehört. 3 mal 3 ist 9. Und wie viel mal 2 ist 6? Überprüfen gleich. 3 mal 2 ist 6. Wunderbar. Vielleicht schaffst du das jetzt auch noch. So viel vom Erarbeitungsteil B. Machen wir gleich ungebremst weiter mit dem Arbeitsheft. Und da haben wir jetzt die Seite 67. Das ist diese Seite. Hier brauche ich, glaube ich, nichts mehr erklären. Einfach stimmt es. Da sollst du jetzt beim Beispiel B 0 mal 9. Wo ist denn hier das Ergebnis von 0 mal 9? Aha, der Bleistift zeigt eh schon in die Richtung. So, 1 mal 9 ist, okay, ich habe es gehört, ist 9. Aber wo ist die 9 auf diesem Zahlenstrahl? Ist das hier die 9? Richard, falsch. Hey Trax, lass mich testen, ob die Kinder aufpassen. Habe ich aus den Wohnzimmern schon was gehört? Wo muss ich hin? Ah, 1 nach links. Hier ist 9. Das heißt, hier ist 9 und die verbinden wir mit 1 mal 9. Wo ist jetzt vor allem das Ergebnis von 2 mal 9? 18. Trax, nicht rausrufen, die Kinder sollen selber denken. Gut, Kinder, also wo ist jetzt die 18? Ist die nach 20 oder vor 20? Aha, vor 20 sagt ihr. Wo denn ungefähr? Wie viel weniger ist 20? Super, 2 weniger. Hier ist 18 und das verbinden wir mit 2 mal 9. Den Rest schaffst du alleine. Weiter geht's hier mit der Nummer 2. Da haben wir wieder mal Teilungsaufgaben. 9 passt in 18. Wie oft? 9 in 18 ist... Sehr gut, zweimal. Also das, glaube ich, brauchen wir auch nicht mehr weiter erklären. Das hier ist jetzt interessant. Da musst du die Umkehraufgabe denken, nämlich 9 mal 10 ist 90. 90 durch 9 ist 10, weil 10 mal 9 ist 90. Umkehraufgabe denken, 4 mal 9 ist 36. Deswegen ist 36 durch 9 viermal und so weiter. Rechenpyramiden hatten wir schon im Erarbeitungsteil, die lasse ich dich jetzt alleine lösen. Und hier sollst du zunächst einmal die Ergebnisse eintragen. Daher haben wir 0 mal 9 ist nicht 1, Kinder. 0! Natürlich, Trax, aber die meisten Kinder haben es eh gewusst. Alle Ergebnisse eintragen, das lasst ihr aus und wir machen es gemeinsam. Wenn ihr wieder in der Klasse seid. Naja, das war eine Standeinlage, Meister Trax. Warum sitzt du auch oben auf dem Bildschirm? Muss das sein? Weißt du was, setz dich ein bisschen wohin und hör einfach zu, während ich den Kindern jetzt ein bisschen zu den Deutschaufgaben erkläre.
Ich habe wieder mal kein richtiges Deutschbuch. Das hat mir die Fräulein Elisabeth noch immer versteckt. Die ist da ein bisschen wie der Drax. Manchmal versteckt sie die Dinge zu gut. Wir haben hier heute die Seite 45 zu tun. Und hier heißt es mal lesen. Das ist übrigens auch der Text für die Ansage, die irgendwann einmal auf euch zukommen wird. Lesen und bitte die Lernwörter unterstreichen. Wichtig, die Lernwörter, die in blau geschrieben sind, unterstreichst du bitte in blau. Die Lernwörter, die in rot geschrieben sind, unterstreichst du bitte in rot. Und die Lernwörter in grün, unterstreichst du bitte in grün. Die Lernwörter, die hier in Orange unterstrichen sind, unterstreichst du auch in Orange. Die blauen sind was für Wörter? Gut, Namenwörter. Es gibt ein zweites Wort dafür, das heißt Hauptwörter. Die rot geschriebenen Wörter sind, gut so, Tunwörter. Aber das eigentlich richtige Wort dafür heißt Zeitwörter. Und die grün geschriebenen Wörter, das sind die, da hinten, die Wie-Wörter. Und das richtige Wort ist eigentlich Eigenschaftswörter. Die orangen sind andere Wortarten. Die brauchst du dir jetzt noch nicht merken. Also das ist mal klar. Und die Nummer 7, sollst du die Lernwörter nach Silben ordnen. Du weißt schon, klatschen, Gras. Wie viele Silben? Wie viel mal geklatscht? Eine Silbe würde in diese Spalte kommen. Leute. Wie viele Silben? Wie viel mal geklatscht? Sehr gut, würde hier hineinkommen. Und so weiter, ja. Es gibt nur welche mit ein oder zwei Silben. Spannend wäre, wenn du sie zuerst mal nach den Farben ordnest, also zuerst alle einsilbigen mit einer mit blau, dann alle einsilbigen mit rot. Und wer ganz fleißig sein möchte, ordnet sie nachher noch nach dem ABC. Welches wäre denn da das erste? Schau genau. Das Wörtchen auf beginnt mit A, wäre das erste. Wenn zwei Wörter mit B beginnen, schauen wir auf den zweiten Buchstaben. Alles klar? Gut. Nummer 8, da haben wir einfach statt Partnerdiktat, das können wir leider nicht machen, weil wir kein zweites Kind haben für dich. Aber du könntest dir das von der Mama ansagen lassen. Zweite Möglichkeit, leg dir das Buch in eine Ecke des Zimmers, das Heft in die andere Ecke, lauf zum Buch, lies so viel, wie du dir gut merken kannst, lauf zum Heft zurück, schreib es ins Heft, merk dir die nächsten Wörter. Ein Laufdiktat statt einem Partnerdiktat. So, liebe Kinder, nach dem Sprachbuch Teil B haben wir auch im Arbeitsheft heute etwas zu tun, auf Seite 59. Und da haben wir ein Lernwörterrätsel. Du weißt, wir haben im Sprachbuch die Lernwörter stehen. Du kannst es auch neben dir liegen lassen und notfalls nachschauen. Ein anderes Wort für Menschen. Statt in der U-Bahn sind viele Menschen, kann man auch sagen, in der U-Bahn sind viele, habt ihr es gemerkt? Leute. Okay, ihr habt es, glaube ich, kapiert. Wo findest du viele Bäume? Also Rätsel, und es ist immer, die Lösung ist eines der Lernwörter, kein anderes Wort. Du brauchst also nicht den Kopf zerbrechen, was könnte das sein, sondern schau bei den Lernwörtern nach.
So, die Nummer 6. Da haben wir einfach Wortgruppen schreiben, so wie hier eine gesunde Jause, ein gesunder Apfel, eine gesunde Birne, eine gesunde Karotte, eine gesunde Banane, eine gesunde Gurke und ein gesunder Salat. Da sollst du jetzt alles in Wortgruppen aufschreiben. Und bei Nummer 7, da fehlen Buchstaben. Aber es sind lauter Wörter aus den Lernwörtern. Ja, also, und jeder Strich ist ein Buchstabe. Du brauchst hier nicht viele Buchstaben einschreiben. Zwei Buchstaben fehlen. Das Lernwort B. Ja, ich glaube, das ist dir schon klar, wie es geht. Ich erzähle euch heute die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte. Der Löwe konnte nicht schreiben. Aber das störte den Löwen nicht, denn der Löwe konnte brüllen, Zähne zeigen und mehr brauchte der Löwe nicht. Eines Tages traf er eine Löwin. Die Löwin las in einem Buch und war sehr schön. Der Löwe ging los und wollte sie küssen. Aber dann blieb er stehen und dachte nach. Eine Löwin, die liest, ist eine Dame. Und einer Dame schreibt man Briefe, bevor man sie küsst. Das hatte er von einem Missionar gelernt, den er gefressen hatte. Aber der Löwe konnte nicht schreiben. Also ging er zu dem Affen und sagte, »Schreib du mir einen Brief für die Löwin!« Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post. Aber der Löwe hätte gerne gewusst, was der Affe geschrieben hatte. Also kehrte er um und der Affe musste lesen. Der Affe las, »Liebste Freundin!« Wollen Sie mit mir auf die Bäume klettern? Ich habe auch Bananen. Total lecker. Gruß, Löwe. Aber nein, brüllte der Löwe. So etwas hätte ich doch nie geschrieben. Und der Löwe zerriss den Brief. Dann ging er hinunter zum Fluss. Dort musste das Nilpferd einen neuen Brief schreiben. Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post. Aber der Löwe hätte gerne gewusst, was das Nilpferd geschrieben hatte. Also kehrte er um und das Nilpferd las. Liebste Freundin, wollen Sie mit mir im Fluss schwimmen und nach Algen tauchen? Total lecker. Gruß, Löwe. Nein! Brüllte der Löwe. So etwas hätte ich doch nie geschrieben. Und noch am selben Abend war der Mistkäfer dran. Der Käfer gab sich mächtig Mühe und machte auch Parfum auf das Papier. Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post und kam an der Giraffe vorbei. Po, was stinkt hier? Wollte die Giraffe wissen. Der Brief, sagte der Löwe. Es ist Käferparfüm drauf. Ach, sagte die Giraffe, das würde ich gerne einmal lesen. Und die Giraffe las. Liebste Freundin, wollen Sie mit mir auf der Erde kriechen? Ich habe Dung, total lecker. Gruß, Löwe. Aber nein! Brüllte der Löwe. So etwas hätte ich nie geschrieben. Hast du ja auch nicht, sagte die Giraffe. Super wütend zerriss der Löwe den Brief und ließ die Giraffe einen neuen schreiben. Und am nächsten Tag sollte das Krokodil vorlesen. Aber als der Löwe den Brief abholen wollte,
hatte das Krokodil die Giraffe schon gefressen. Mit Brief. Also war das Krokodil an der Reihe. Und diesen Brief las der Geier vor. Liebste Freundin, heute Abend gibt es noch einen Rest Giraffe. Komm auch. Total lecker. Gruß, Löwe. Oh nein, sagte der Löwe. So etwas hätte ich doch nie geschrieben. Der Löwe zerriss den Brief und am nächsten Tag musste der Geier seinen Brief gleich selber vorlesen. Liebste Freundin, ich bin der Löwe und ich bin der Boss hier. Ich will dich kennenlernen. Der Löwe nickte zufrieden mit dem Kopf. Ja, so hätte er das auch gesagt. Der Geier las weiter. Wir können über den Dschungel fliegen. Ich hab auch Aas. Total lecker. Gruß, Löwe. Jetzt reichte es aber. Nein, brüllte der Löwe. Nein, nein und nochmal nein. Ich würde schreiben, wie schön sie ist. Ich würde ihr schreiben, wie gerne ich sie sehen würde. Einfach nur zusammen sein. Einfach faul unter einem Baum liegen. Einfach in den Abendhimmel gucken. Das kann doch nicht so schwer sein. Und dann brüllte der Löwe los. Brüllte all die wunderbaren Dinge, die er schreiben würde, wenn er könnte. Aber der Löwe konnte ja nicht. Und so brüllte er noch eine Weile. »Warum haben Sie denn nicht selbst geschrieben?« Der Löwe drehte sich um. »Wer will das wissen?« »Ich«, sagte die Löwin mit dem Buch. Und der Löwe mit den scharfen Zähnen antwortete leise. »Ich habe nicht geschrieben, weil ich nicht schreiben kann.« Da lächelte die Löwin, stupste den Löwen mit der Nase an und nahm ihn mit. A wie Anfang. Ja, Kinder, und mit dieser Geschichte, die ihr soeben gesehen und gehört habt, verabschieden sich Drax und Richard für heute von euch. Habt einen schönen Nachmittag!